Hey Leute, willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Es ist nachts auf der McFarlane Ranch und wir haben nur noch Wes Dickens als Auftrag. Sonst haben wir alles, oder? Wollen wir nochmal eine Nachtwache machen? Na komm, machen wir nochmal eine Nachtwache. Geht ja schnell, hoffe ich. Und da werde ich schnell reisen, auf jeden Fall. Follow Charlie. He's a good one to sniff out trouble. Stay close to Charlie. Charlie! Okay, dann lauf mal los, Hündchen. Na komm. Ah. Alles klar, wenn ich sie lebendig fange, natürlich gibt's da mehr Geld. Das ist cool. Na Charlie, alles gut? Komm, lauf mal ein bisschen schneller. Hab noch was vor. Wir müssen noch einen Auftrag für den Scharlatan machen. Vielleicht kommen wir dann endlich bald zum Fort. Denn, ja, dann geht das Spiel wohl erst richtig los, wenn wir am Fort waren, ne? Es ist ja... Ist ja schon bekannt. So, also Hühnerdiebe haben wir keine. Keine Füchschen oder sowas, die Hühner jetzt fressen. Was ist los, Charlie? Was sind sie denn? Ich sehe hier nichts. Da ist nichts. Keine Verbrecher. Soll ich jemand der Pferde klauen will? Sieht auch nicht so aus. Die müsste man doch schon sehen von weitem, dass da jemand was macht. Alles gut? Ich glaube, heute Nacht ist ruhig, hä? Da ist doch nichts. Oh, die Kuh. Da vorne ist einer. Ich sehe ihn. Komm, Charlie. Ich habe ihn eher gesehen. Eher gesehen als du. Los. Ja, bleib am Hund dran. Der soll mal herkommen. Komm. Ich habe schon gesehen, dass der da an der Leine zerrt. Von der Kuh. Am Zaumzeug. Oder was auch immer. Komm jetzt. Hundchen. Los. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, bist du deppert. Ich habe schon viel früher gesehen als du. Ja. Ja, 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 ja. Oh, jetzt häng ich. Oh Gott. Bleib da. Aha. Braver Hund. Ja, schön gebellt. Staubmantel-Menüeintrag vollendet. Cool. Da muss ich mal. Ne, Outfits. Staubmantel. Wo haben wir das denn? Lady. Ja. Was? Ich habe schon 5000 Lips Fleisch gesammelt. Ach du Elend. Ah, ein abgenutzter Staubmantel. Schützt deine Kleidung vor Staub. Aber vor kaum etwas anderem. Wow, ist ja nett. Den ziehe ich mal an, Leute. Den ziehen wir uns jetzt mal an, den Schuh. Also den Mantel. Thank you kindly. Es gibt Kohle. Alter, $50! $56 sogar. Ich habe meine Belohnung schon, danke. 2 Ruhm. Naja, ist ja nicht die Welt, aber. Geil! Ein Staubmantel. Jetzt sehe ich halt richtig badass aus, oder? Das geht. Ich habe keine Augenklappe mehr. Mein Pferdchen jetzt. Oder? Sieht fesch aus. Ich find's fesch. Es ist halt ein bisschen dunkel, ne? Aber ich geh mal kurz ans Lager, da kann ich wahrscheinlich... Ups. Da kann ich wahrscheinlich dann schon mal ein bisschen Zeit überbrücken. So. Bin ich jetzt weit genug weg, ist die Frage. Ja, geht. Warte mal, wo war das jetzt? Das wäre irgendwo ganz im Westen, aber ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß. Das Örtchen, da wo ich hin muss. Warte mal, McFarlane's Ranch. Wow. Ridgewood Farm, Benedict Point, Ratskeller Fork, Plainview. Ja, das ist schön. Gehen wir nach Benedict Point. Ich glaube, das ist so ungefähr die Richtung, oder? Ich hätte mir das vielleicht mal besser merken sollen, wie die Dinger heißen. Ah ne, warte, Cemetery, das ist doch bei Armadillo, der Friedhof. Na, das, der Ladebildschirm wird wohl nichts damit zu tun haben, schätze ich einfach. Das wird nichts miteinander zu tun haben.
So, wo bin ich denn jetzt? Ach, das ist hier. Ja gut, das ist gar nicht so weit weg von West Dickens. Das geht. Mädchen. Mädchen, komm. Wupp, 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 wupp. Mein schnelles Pferdchen. Warte mal. Wow. Ist das Wüstensalbei? Ja, Kinder, ich weiß, das stört manche, wenn ich das aufsammle, aber... Hey. Es muss sein. Ich muss das Zeug sammeln. Ich mach's ja off-cam dann, wenn ich dazu Lust und Muße habe, aber dafür will ich erstmal ein bisschen voranschreiten in der Story, dass ich alle Gebiete besuchen kann, weil ich glaube, ich kann jetzt noch gar nicht nach Mexiko in den Süden. Ich hab's nicht probiert, aber ich schätze mal, das wird so sein. Bei GTA ist es, glaube ich, auch so, oder? Dass man immer erst später wohin kann, wenn die Story einen dorthin trägt. Vorher ist es dann abgesperrt oder so. Es gibt auf jeden Fall irgendein Hindernis, was einen nicht weiterkommen lässt. Geografisch gesehen hier. Und ich bin schon so gespannt auf die Musik. Puh. So, da ist das normaler Salbei. Ja, das ist Wüstensalbei. Yes. Ja, vielleicht habe ich es ja bald. Da muss ich vielleicht nichts mehr sagen. Ja gut, ich nehme die Illusion mal und sage, ich muss wahrscheinlich noch eine Menge Kräuter sammeln für dieses Kostüm, was ich da freispielen will. Oh, guck mal, Tumbleweed. Ja, da war ich schon ein paar Mal. Ich will es nicht nochmal reinigen müssen. Von Gesocks. Ah, das ist Mutterkorn. Mutterkraut. Ich sage immer Mutterkorn. Mutterkorn ist was anderes. Mutterkorn ist nicht gut. Ist giftig. Ja, wer weiß. Das hier vielleicht auch. So. Ob mein Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich töte jetzt mein Pferdchen nicht. Ich habe mir ein paar Namen aufgeschrieben. Ja, falls ich wieder ein Pferd versenke, dass ich dann was im Petto habe. Ihr könnt mir ja Vorschläge machen. Bitte nichts Normales. Ich hasse normale Namen. Das ist langweilig. Und langweilig ist echt dumm. Wo ist denn der? Ach, da vorne. Busch, 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 Busch. Ein Gürteltier. Ein Armadillo. Oh. Haben wir das. Also wie gesagt, lustige Namen. Lustig. Ne? Lustig. Also ich nehme nur Namen, die ich lustig finde. Das sage ich mal gleich dazu. Wo ich schon kichern muss, wenn ich nur dran denke. Aber ich verrate euch jetzt keine. Das soll eine Überraschung sein, wenn es soweit ist. So, mein lieber Nigel. Sag mal, hast du gerade da hingeschifft? Ja, lustig. Viel Spaß, kannst du mal machen. Ist ja nicht verboten. Der Sport der Könige und der Lügner. Das wäre... Mr. West Dickens! Ah, Mr. Marston! How wonderful to see you, sir. How wonderful. Are we ready, then? Yes, sir. Nearly, sir. Barely nearly, sir. I just need some cash to get some extra hardware fitted to my old Trojan horse here. You what? Never mind, sir. I can only presume that you have not enjoyed the benefits of a classical education, so I will not take umbrage if some of my illusions sail over your head, sir. I won't pretend to understand you, but I will endeavor to make you understand me. Either we do this right now, or I put a bullet in you and get on with my day. Please, I knew you were a violent man, Mr. Marston, but I did not think you were a stupid one. We need money to outfit my carriage. To turn a simple tradesman's vehicle into something more subterfuge. And I'm about to tell you how we are going to gain said cash. Now I know that you ride very well. So come, sir, to Rathskeller Fork! Der Typ, der versucht doch immer so... I'll show you the way! Wie er immer versucht, seinen angeblich so hohen Intellekt auszuspielen gegen John, der ja leider ein bisschen ungebildet ist, aber trotzdem. So, how are you, sollte man nicht tun. Okay, all things considered. Hopefully we can get through today without running into another army of your satisfied customer. Onwards and upwards! I refuse to let the blind stupidity of the proletariat derail my calling in life. Nothing blind about it. I'd say they saw right through you. Before knowledge comes doubt, my dear boy. Everybody knows you're as crooked as a dog's hind leg, West Dickens. I resent that implication, John. I wasn't implying. I was telling. Did you
you're such a successful businessman, what are you doing living in a cave? Delightfully Dickensian, isn't it? If you say so. Are you familiar with the concept of philanthropy, John? I'm surprised you are. Oh, I don't do any of this for myself, John. I hope you realize that. You're crazy, old man. It's been quite a ride, John, hasn't it? We haven't gone that far. No, I mean us. Ridgewood Farm, Gap-Tooth Reach, Plainview. We make quite a team, you and me. Brains and brawn. We should consider a more permanent partnership. This partnership ends as soon as I have Bill Williamson. I appreciate your help, but I've just about had it with all your schemes. You need to realize what's at stake here. I know, John, I know. Just win this race and we'll be ready. I give you my word. Ich bin ja gespannt, ob wir seinem Wort vertrauen können. Das ist ja immer so eine Sache, ne? There it is, John. Rathskeller Port. Am Ende zieht er sich ganz leicht selber aus der Affäre, der Typ. Haut dann ab und wir sehen ihn nie wieder. Na, ich glaube aber nicht dran, oder? Mal sehen. Vielleicht hat er doch noch ein bisschen Ehre im Leib. Okay, darf ich absteigen? Der Staubmantel ist schon geil irgendwie, ne? Besorge ein Pferd für das Rennen. Darf ich nicht mein Pferd nehmen? Ja gut, das ist wahrscheinlich nicht so toll, ne? Pferdchen! Ach so, es geht hier direkt schon los, ja? Was? Achso, doch mein Pferdchen. Na komm, Pferdchen. Gut, dass es mitgeritten ist. Ich meine, ja, es ist gerade schneller. Ist kein schnelles Tier, aber kann ich vielleicht das klauen? Na, ich weiß nicht, am Ende bin ich Pferdedieb. Nee, komm, ich lass es mal. Ich will jetzt keinen Ärger machen, kurz vorm Rennen. Gentlemen, this will be a fair race. No shooting, stabbing, cliff pushing, rock throwing, cactus grinding, neck lassoing, setting fires, or other acts that causes a rider to unfairly lose his weight, or bleed heavily, or black out. Get yourselves ready. Set. Go. Wow. Let's go. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Wenn ich jetzt Leute abknalle oder so, dann gibt's bestimmt Ärger. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich mit der Schindmähre gewinnen kann, ne? Die sind alle sehr schnell. Es sei denn... Ja, ja. Warte mal. Die Pferdepillen, geben die nicht volle Ausdauer? Ja. Na schon. Ja, oh Gott, das wird schwer. Ich muss es halt die ganze Zeit galoppieren lassen. Guck mal, die anderen haben viel bessere Pferde als ich. Hau ab. Hau ab. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Immer Gas geben. Ich habe noch ein paar Pferdepillen, die werde ich jetzt auch alle nutzen müssen, glaube ich, mit dem Teil. Ich hätte vielleicht doch ein besseres Pferd besorgen sollen vorher. Aber es geht, ich kann ihn voll antreiben, den Gaul. Komm schon. Wie heißt du eigentlich? Der von Bödefeld 2 oder was? Nee, das war ein anderer. Yes, weiter geht's. Yay, feuert mich an, Leute. Ich mach das. Ich mach das. Hoffe ich doch. Also ohne Pferdepillen keine Chance, glaube ich. Sage ich jetzt mal so. Guck mal, der hängt mir immer noch hinten am Arsch und ich gebe halt pur Galopp hier. Oh, komm schon. Ich drück mir gleich den Daumen ab. Mein Handgelenk tut schon weh. Oh nein. Wir haben aufgehört zu wirken. Komm schon, halte durch, Pferdchen. Pferdepillen. Ach du Elend, der Typ hinter mir ist viel zu schnell. Du bist viel zu schnell, Kuppe. Oh Gott. Das arme Pferd, ne? Also ich glaube, danach kriegt das einen Herzinfarkt. Das hier antreibe. Oh, mein Knopf hängt schon ein bisschen. Er hat eben. Es klackert so komisch. Ihr hört das vielleicht nicht, aber. Komm, letzte Pille. Yes. Das ist ein teures Rennen, Mensch.
Weiß gar nicht, was die kosten, aber es war einiges. Denke ich. Komm schon. Komm schon, wann ist das endlich fertig? Mir fällt echt gleich der Daumen ab, das tut voll weh. Ich habe noch ein paar Äpfel, aber die werden nicht lang reichen. Oh, das war's mit der Ausdauer. Ich muss das ein bisschen regenerieren lassen, sonst wird das nichts. Wahrscheinlich habe ich es auch falsch gemacht. Ich glaube, das Pferd könnte durchaus auch so gewinnen. Hätte ich dann immer ein bisschen... Ne? Ich glaube, das hält auch so die Maximalgeschwindigkeit. Wenn ich immer mal wieder eins nachlege. Also ein bisschen nachdrücke. Oh, da vorne ist das Ende, glaube ich. Da ist der Ratskeller wieder. Oh, Pferdchen, bloß nicht. Jetzt bloß nicht schlapp machen. Bloß nicht schlapp machen. Ich hab's geschafft. Yes, das war cool. He saw, he conquered. What a fantastic spectacle, John. Let's take a moment to bask in the glory of our victory. Have we got enough money now? All right. Yes, once Seth and Irish have furnished their side of the bargain, I think we should be ready. Quite a team we've assembled, don't you think? A bunco, a grave robber, and a drunk. How could things possibly go wrong? Oh yeah. Ist das cool oder ist das cool? Oh, da gibt's noch einen Auftrag. Den sehen wir uns mal kurz an. Was geht's denn hier? Wo ist er denn? Ach, der gute Mann. I'm gonna die alone. Hey, partner, I need your help. You and every other fool around here. No, they took her. They took my love. They stole Jeff's heart and they took her away. What are you talking about, friend? They took my love. They took Jeff's love by them gangsters. They hide out of Tumbleweed. Can you help me, partner? Partner, can you help me? I doubt it. But if I head up that way, I'll see what I can do. Help a fella out, partner. Have a soul. Mhm. I thought you was gonna help me. Ja, ja, können wir machen. Jeb. Was ist das für ein Name? Das hört sich schon an wie Hinterwäldler. Nein, ich will keine Hausschuhe werfen. Lass mal. Warte. Karte, wo haben wir denn Tumbleweed? Da unten ist Tumbleweed. Wer aber bist du, dass du richtest? Kann ich mir was mieten? Nee, ich konnte hier nur was... Oh, das ist nicht mein Pferdchen. Jetzt ist es meins. Ja, jetzt bist du mein Pferdchen. Ich nenne dich Apollo 15. Ja, eine Anspielung auf einen deutschen Film, den ihr vielleicht kennt. Oder auch nicht. Aber wenn ja, dann feiert ihr ihn wahrscheinlich auch. Oh, ich kann zum Marshall? Als nächstes. Mal gucken. Habe ich noch Zeit? Ich habe noch ein bisschen Zeit. Dann überziehe ich halt. Ich will noch die Dame retten. Ich möchte nämlich jetzt ungern... Das ist alles off-camp. Oh, warte. Salbei. Habe ich das bald alle, oder? Komm, jetzt sag mir, dass ich alle Salbei habe. Nö. Ach, Mann. Ich will nämlich endlich mal diese Jägerquest abschließen. Die Kojoten habe ich auch schon alle, die fünf, ohne verletzt zu werden, glaube ich. Wahrscheinlich wird die gleich wieder aufgehängt und ich muss das Seil abschießen, oder? Ich kann auch mal Trommel spielen übrigens, das ist gar nicht so schwer. So. Auf nach Tumbleweed. Das Banditenversteck ist zurzeit verlassen. Hä? Was? Ich will die doch retten, die Frau. Ja, jetzt hier. Au. Kannst du mal aufhören, John?
Machst du denn da? Da ist die Dame. Hä? Jetzt ernsthaft? Ich kann da nichts machen, weil zur Zeit das... Oh, doch. Da ist er doch. Die Frau. Wahrscheinlich ist die gar nicht entführt worden. Die hat wahrscheinlich nur keinen Bock mehr auf den Jab. Nehme ich mal stark an. What you doing here, mister? I've come for you. A mercy mission. Your poor wretch of a man lost his mind. Seen him at Raskeller Fork. My man? My man's dead. Lawman shot him about a month ago. Shot him in the back, coming out of a cat house. Gave sells medals. Just like I gave myself to that poor bastard. Unless you've been to hell, you ain't seen no man of mine. Then where is she? Who? Jeb's girl. Who's Jeb? Creepy kind of guy. Short black hair. Mustache. Oh, my, oh, my. This is Lucy. This is Jeb's girl. You dumb fool. Took it off him about a week ago. Then you better come with me. Yeah. We better get her back to her man, huh? You gone made my day. What a fine romantic you is. Well, come on then. Jetzt ernsthaft? Alright, follow me. Na gut, Leute, das machen wir nächstes Mal. Ich dachte echt, ich muss jetzt eine edle Dame in Not befreien. Dabei geht's um sein Pferdchen. Ja, alles klar. Lasst mir Liebe da. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Red Dead Redemption.